Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 und wir sind gerade wie immer noch mit Laguna unterwegs. Hab nicht damit gerechnet, dass es hier so lange dauert. Vielleicht bin ich aber auch nur blöd. Bestimmt. Aber ja, wir scheinen jetzt wohl Elion gefunden zu haben. Los Laguna, schnapp sie dir deine Kleine. Elion! Onkel Laguna! Ich hab dir versprochen, dich retten zu kommen. Auch wenn ich ein bisschen spät war. Squall scheint auch wieder wach zu sein. Da kommt was! Die Hexe Idea? Ja, führen Sie uns zu Professor Odin. Erzählen Sie uns zuerst, was Sie hier wollen. Gut. Ich will Elion sehen. Wo ist sie? Elion? Langsam, Squall. Überlass das mir. Steigen Sie bitte ein. Wohin fahren wir eigentlich? Wir erreichen bald die Residenz. Der Präsident muss ja wirklich bla. Deswegen bin ich hier. Ich brauche dazu Ihre Hilfe. Sie könnten mir helfen, die Hexe der Zukunft aus mir zu vertreiben. Das sei einfach, oder? Man müsse nur die beiden trennen. Nichts sei dem Odin unmöglich, oder? Ich bitte darum. Du willst Elion sehen? Wo ist sie? Wir müssen sie sehen. Ihr habt keine andere Wahl. Wenn nicht, werde ich... Ihr wollt mich zur Geisel nehmen? Ihr seid des Wahnsinns. Das ist mir egal. Wo ist Elion? Man möge ihm die Erlaubnis erteilen. Odin werde ihm dies erlauben. Verstanden. Es sei nur unter einer Bedingung. Odin möge dieses Mädchen beobachten. Was meint ihr? Wir müssen sowieso Vorbereitungen treffen, um Elion zu besuchen. Währenddessen dürfen wir das Mädchen beobachten. Einverstanden? Akzeptiere es, Squall. Rührt sie bloß nicht an. Euer Glück. Denn wenn ich hier erstmal Amok laufe, dann gibt es hier richtigen Terz. Wie irgendwas, was war. Na gut, okay. Dann gehen wir doch hier raus zu dem schönen Drawpunkt. Das Mädchen bringen wir dorthin. Machen Sie sich bitte keine Gedanken. Gehen Sie zum Lunar Gate. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Gibt es hier irgendwie Wegweiser oder irgendwie sowas? Nichts. Sieht alles so gleich aus. Wollen wir die Residenz verlassen? Ja, komm. Machen wir. Komische Leute hier. Alles so mega abgespaced gerade. Thank you.
So, ha, wir sind am Drawpunkt angekommen. Sehr gut, genau hier wollte ich hin. Was drawen wir denn hier? Eis. Toll. Kann Squall nehmen. 6-mal Eis gezogen. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ziemlich großes Etwas hier. Wo führt das Ding hin? Gibt es hier vielleicht einen Shop oder... Ich meine, wir haben echt wenig... Ah, hier haben wir 55.000. Egal. Hier haben wir relativ wenig. Richtung Air Station, innere Straße. Nicht einsteigen. Ist mir zu suspekt hier alles. Ein Wegweiser wäre echt mal was Cooles. Okay, und was ist das hier? Richtung Magielabor? Nee. Gehen wir mal hier lang. Eine viel zu große Stadt ist das. Dann auch noch mit ganz viel oben, unten, links, rechts. Wie soll man sich denn hier zurechtfinden? Sag mir was. Wussten Sie etwas über Esther? Nicht wirklich. Naja, war auch nicht anders zu erwarten. Das ist die Hauptstadt von Esther. Aufgrund ihrer Größe verläuft man sich hier schnell. Hier gibt es keine Sackgassen. Du läufst stets im Kreis, so dass du die Orientierung verlierst. Danke. Genau das will ich hören. Ich will wissen, wo hier was ist, nicht wo was nicht ist und wie man sich hier verläuft. Das ist ja nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, shoppen zu gehen. Ich will shoppen gehen. Das sieht gut aus. Das sieht nach Shops aus. Was haben wir denn hier? Willst du einkaufen? Ja. Online-Shopping. Rinds Zoogeschäft. Clouds Laden. Itemhändler. Johnnys Laden. Itemhändler. Dun Yuans Laden. Schrotthändler. Oh, das klingt aber interessant. Heute Schlussverkauf. Was umbauen? Das ist zumindest mal etwas. Wir können ihm hier eine neue Waffe geben. Löwenherz. Warte mal, Löwenherz? Das ist doch... Löwenherz, ist das nicht... Ist das nicht, Squalls... Ja, Mai. Darauf erstmal ein Toffifee. Hm. Was auch immer das jetzt schon wieder war. Dieser schwarze... Warum schon wieder das Bild einmal weg war? Hm. Völlig Wurst. Hauptsache neue Waffe. Hm. Hm. Muss ich mir eigentlich mal aufschreiben, was ich für die Leute brauche. Hier fehlen mir 2 Energiekristalle, sonst hätte ich den Shooting Star für Rinoa kaufen können. Du Fuck! Okay, nee, alles gut. Nein, ich will nicht raus. Ich würde ganz gerne... Oh, das ist ätzend hier. Hm. Was hat er denn hier? Wir haben geschlossen. Itemhändler. Heute Schlussverkauf. Kaufen. So. Wir müssen nämlich wieder diese Zeltaktion machen. Und, ah Moment, wir haben hier auch noch, haben wir nicht? Nee, dann ist der nicht hier. Dann ist das noch nicht der richtige Händler. Den ich ganz gerne haben möchte. Und ich glaube, es gibt hier noch einen anderen Händler. Ability Item Wandler? Nee, Heilmedizin war das.
okay. Weil ich bin der Meinung, dass es noch ein Item, einen Item-Shop gibt, bei dem man Hütten kaufen kann. Wenn jetzt die Mega-Tränke. Ich glaube auf Seite 1, ne? Nee. Wo sind die jetzt hier? Ah, Mega-Potion. Schon wieder. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum das Bild die ganze Zeit Aussätze hat. So, das geht mir hier mit dem Kaufen nämlich definitiv zu langsam. Nein, ich will hier nicht einkaufen. Ah, hier drüben ist noch Johnnys Shop. Aber das ist auch wieder so ein Online-Shop, ne? Mhm. So, aber Mutti. Gibt es hier nicht noch einen richtigen Shop? War ich hier nicht schon mal? Gucken wir mal hier lang. Das ist wirklich eine gigantische Stadt. Bin ich hier jetzt auf einmal richtig gelaufen? Rent a car? Was machen wir hier? Nee. Obwohl, Moment. Nein. Blödsinn. Okay. Mein Level hat sich noch nicht verändert. Wo kommen wir mit dem hin? Einkaufszentrum. Ich hoffe, dass das nicht da ist, wo wir gerade hergekommen sind. Nein! Ah, aber wir können hier weiterfahren. Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooleres. Toll. Ah, nee. Jetzt kommen wir von hier aus Richtung innere Straße. Dann fahren wir sicherlich jetzt den... Ja, genau. Dann fahren wir da lang. Rechts lang, wollte ich sagen. Njam. So, oh, ja. Aussteigen. Ich sehe hier einen Drawpunkt. Drawpunkte nehme ich gerne mit. Vigra. Geben wir einfach mal Squall. Alles ist gut. So, und jetzt Richtung Stadteingang. Ah, okay, check. Jetzt sind wir hier. Haha. So, Richtung Residenz kommen wir gerade, dann ab Richtung Magielabor. Left Side. Dies ist die linke Seite. Gegenüber sehen Sie die rechte Seite. Okay. Richtung Air Station. Gehen wir mal da lang. Ich glaube, so langsam habe ich es, glaube ich, raus. So mehr oder weniger. Air Station. Okay.
Also meistens sind ja bei Flughäfen und so weiter, sind dann ja gerne mal Shops. Die Airstation ist zurzeit leider geschlossen. Nee. Danke. Schön, dass wir darüber geredet haben. So, dann nochmal Richtung Residenz. Und ich will irgendwie noch nicht so richtig weitermachen. Ich habe irgendwie nämlich die Sorge, dass ich irgendwie Items brauche. Ah, hier sind wir auch schon zu Fuß gewesen. Einmal Richtung innere Straße. Weil dann gehen wir doch, machen wir doch erstmal die Einkaufsmeile unsicher. Und holen uns mal ein bisschen Kohle. Weiterfahren. Ich glaube, da müssten wir nämlich gleich zur Markthalle kommen. Also die Markthalle ist jetzt rechts lang, bin ich der Meinung. So, Richtung Stadteingang, genau. Die langweiligste Stadt, die es gibt. Von A nach B fahren, riesengroß und die haben nichts außer Wege. Ist richtig nervig. Und ich bin jetzt hier auch 50.000 Mal im Kreis gefahren, aber das macht nichts. Hier wollen wir raus. Und dann gucken wir mal, ob wir hier die Möglichkeit haben. Ja, ich möchte einkaufen. Zoo hin. Rindrind-Zoo. Geschäft. Ha! Richtig geil. G-Potion, G-Returner, Stall. Nee. Körperbuch. Mein Hund Nummer 5. Und mein Hund Nummer 6. Nehmen wir mit, das ist für Rinoa. Vergisst man nicht. HP-Buch. Gibt einer. Okay. Das ist auch gut. Aber nee. So cool das ist. Was ist mit dem Itemhändler? Bitte sehr. High Potion. Okay. Wir haben geschlossen. Itemhändler, Schrotthändler. Was haben wir hier? Heute Schlussverkauf. Warum die alle Schlussverkauf haben? Oh. Waffen März, Waffen April, Waffen Mai haben wir nicht. Waffen Juni, Waffen Juli, her damit. Waffen August. Beat'em up. Beat'em up 3. Geil. Moment. Sherrods Laden. Wir haben leider geschlossen. Okay. Dann machen wir nochmal die Runde. Mit kaufen. Ganz viele Zelte. Und die Zelte verwerten wir dann natürlich wieder zu. Mega Potions. Genau, und jetzt verkaufen wir die Mega Potions, um wieder Kohle zu bekommen. Wollen wir es denn? Ich glaube, das ist jetzt eigentlich egal, wo wir verkaufen. Heute Schlussverkauf. Verkaufen. Mega Potion.
Da haben wir sie. Alle verkaufen. So. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier Ställe. HP-Buch. Diese Bücher sind eigentlich ganz cool, um den allen so ein bisschen was zu liefern. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass wir hier na gut, dann kaufen wir ein paar Ställe. Das ist auch super. Es hilft zwar nur den GFs, aber passt schon. Wait a moment. Bevor wir hier jetzt anfangen, komische Sachen zu machen. Ich glaube, ich habe nämlich jetzt gerade eben alle Zelte verpulvert. Genau. Ruhig nochmal. Ja, nehmen wir ruhig 40 Zelte mit. Wie viel haben wir davon noch? Kann man nie genug von haben. Okay, reicht. So, jetzt haben wir aber noch die Waffen-Item-Dinger. Die will ich mir auch nochmal. Müssen wir uns auch nochmal reinziehen. Waffen März, April. Einmal Orden, bitte. Na! Ah! So. Waffen, erste Ausgabe. Die haben wir schon. Löwenherz. Okay, hier hatten wir Löwenherz her. März. April. Aber den Kier Straight hatten wir auch, bin ich der Meinung. Oh, krass. Valkyrie. Sieht ja auch nice aus. Aber vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit, nochmal für die anderen irgendwas Cooles zu kaufen oder auszustatten. Das wäre bombastisch. So, weil theoretisch sollten wir jetzt für den einen oder anderen nochmal eine neue Waffe haben. Dann einmal zum Schrotthändler, heute Schlussverkauf. Ja, seht ihr mal, neue Waffen, aber keine, die wir kaufen können. Ganz geil. Hier fehlt ein Eisenrohr für... Achso, Moment. Die trägt er, glaube ich, aber auch gerade. Ja, genau, die trägt er schon. Schneidetrigger trägt der Flame Tan. Dino-Knochen. Vergehen und Strafe. Der sieht aber eigentlich mega nice aus. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir irgendwo die notwendigen Items und dann geht das. Wie gesagt, tatsächlich ist das so die Sache, die mich an Final Fantasy 8 am meisten geärgert hat. Das Suchen für von Items für die Waffen und halt eben dieses Kopplungssystem. Mittlerweile finde ich dieses Kopplungssystem gar nicht mehr so schlimm, wie ich es am Anfang gefunden habe, muss ich ehrlich zugeben. Aber das raubt halt eben unglaublich viel Zeit, weil man immer gucken muss, was für Draws hat man. Kann man vielleicht noch irgendwelche Draws verbessern? Ganz viel durcheinander und hin und her. Und das macht die Sache halt eben, also für ein JRPG eigentlich ziemlich komplex, doch auch. Na gut, reden wir mal mit ihm. Der Professor hat gesagt, dass ich niemanden hineinlassen darf. Aber ich dachte, ich darf hier rein. Na gut, dann probieren wir es nochmal Richtung Residenz.
Du bitte weiterfahren. So, war die Residenz. Wo war jetzt die Residenz? Achso, die Residenz war jetzt, glaube ich, hier links lang, rechts lang, das andere links. Da. Genau. Oh, perfekt. Zumindest haben wir hier wieder einmal den Drawpunkt. Das ist auch super, das freut mich. Wollen wir wieder zur Residenz zurück. Aber hier gab es ja immer noch einen Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Und vielleicht ist das auch der Weg, den wir eigentlich schon von vornherein hätten gehen müssen. Ich muss sagen, wir nähern uns nämlich langsam echt einen Teil, den ich gar nicht mehr so im Kopf habe. Ich finde es ziemlich lustig, dass man sich an den Anfang eines Spiels immer besser erinnern kann als an, also an den Anfang und das Ende eines Spiels besser erinnern kann als an das letzte Viertel eines Spiels. Das ist total lustig. Das habe ich bei vielen Spielen so. Also Anfang und Ende sind immer irgendwie inklusive, aber frag mich mal einer. Das kann möglich sein. Ich weiß nur nicht von wo. Keine Befugnis. Keine Befugnis. Hä? Aber dann sind wir jedoch auch umsonst hingelaufen. Also ich wiederhole nochmal, es wäre schön, wenn man hier... Ah. Dies sei ein äußerst eigenartiges Symptom. Hätte ich vielleicht erstmal mit denen nochmal reden sollen? Sie können sich das Land anschauen. Die Vorbereitungen müssten zu Ende sein. Gehen Sie bitte zum Lunar Gate, östlich der Stadt. Nach der Herrschaft der Hexe haben wir 17 Jahre lang versucht, die Harmonie zwischen Menschen und Technik zu erhalten. Ich hoffe, Sie fühlen sich hier wohl. Okay, ich hätte die Stadt einfach verlassen sollen. Vermutlich war das einfach der Trick. Einfach raus aus der Stadt, 3500 Gil ausgeben, um mit dem Auto durch die Gegend zu fahren und sich dann glücklich schätzen, dass man coole Sachen findet. Aber ja, ich gebe dir recht, ich werde mal recherchieren wegen der GF Eden. Bin ich mal sehr gespannt. Also, bevor wir jetzt komplett irgendwo blöd durch die Gegend fahren, wie in dieser gesamten Folge, mache ich jetzt erstmal hier einen Cut, lüfte hier durch, weil meine Freundin sagt, hier ist ziemlich warm drin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich winke, ihr seht es nicht. Tschüss.